So, haben wir denn jetzt schon ein bisschen Fisch? Ah, wir müssen eben auch mal zuteilen, ne? Hm. Ja. Sehr schlau mal wieder. Ja, kämpfen jetzt an zwei Fronten? Das ist auch doof. Wenn wir hier zwei Bogenschützen rein schicken. Und dann nehmen wir den Rest wieder mit da hoch. Ey, hier. Geht's wohl nicht mehr, Alter. Euch geht's wohl zu gut. Hier sind wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung. Kriegen wir da. So, jetzt hier. Was, wo wollt ihr denn hin hier? Was bauen die hier? Lebensmittel. Die töten uns nicht. So, jetzt hier die hier oben. Würde ich mal sagen. Wo wollen die denn hin? Sind die auf Tournee oder was? Ich glaube, da oben kommt nichts mehr. So, jetzt haben wir die. Dann können wir jetzt den großen Turm da angreifen. Und hier noch den kleinen. Und dann haben wir den gelben auch schon gleich besiegt. Also den gelben Mitspieler, nicht den Asiaten, gelb und so. Also ihr versteht schon, ne? Okay, gut. Oh, hier kommt auch schon gleich die ersten Rohstoffe raus. Gut, das sind immer die Anfangsrohstoffe. Da kriegt man immer 8, glaube ich. Initial. So, dann hier. Ah, gut. Was ist das Tille-Pulverhaus? Knochen alle Kohle? Kohle ist ja, also bei den Asiaten wird Kohle dann mächtig gebraucht werden, so wie es den Anschein hat. So, hier vorletzter Turm. Jetzt noch der hier unten. Und dann haben wir sie, die gelben. Geknackt haben wir sie dann. Wie eine Walnuss. Dann können wir uns ja auch fast schon an den blauen Rand tun. Wann, machen. Ne? Würde ich auch sagen, wir können hier oben mal die ganzen Türme abreißen. Braucht dann keine Sau mehr. Dann haben wir wenigstens noch ein paar Soldaten wieder. Nachschubtechnisch. Und wir haben hier auch Rohstoffe, was dann wiederum noch mehr Soldaten heißt. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal den Turm hier noch weg. Der ist auch noch unnütz. Und der hier auch. So, haben wir hier noch irgendwelche... Ja gut, die restlichen lasse ich mal. Wollen sie auch nicht übertreiben. Dann haben wir jetzt hier unsere Hauptstreitkraft, Streitmacht, die gar nicht mehr so groß ist. Leider. Wir greifen einfach mal hier den Turm da vorne an. Nur mal um zu schauen, ob es was zu reißen gibt. Mal sehen, wie viel der Blaue dann noch schickt, wie viele Soldaten der noch hat. Oder ob der die alle in seine Türme verfrachtet hat. Hey, jetzt übertreib das mal nicht. Hallo. Hallo, weg da. Hier, Bogenschützen. Greif doch mal an. Du musst doch da Rückendeckung geben. Also echt mal. Doch da die blauen. Warum sterben die denn nicht? Ja, ja.
Mist, jetzt haben die den Turm zurückerobert. Doppelmist, jetzt haben die noch einen Bogenschützer eingestellt. Ja, dann geht man hier wieder zurück. Dann haben wir wenigstens einen Turm. Ist auch nicht schlecht. Du natürlich auch. Die beide natürlich. So. Da haben wir noch einen Soldaten. Machen wir hier ein bisschen schneller, Mr. Waffenschmied. Warum brauchen der so lang? Das gibt's doch nicht. So, ach ja, hier gab es wieder viele Kämpfe. Kriege, Schlachten wurden geschlagen. So, der hat ja eigentlich nicht so viel, aber wir haben auch keine... wir haben gar keine Nahkämpfer mehr. Ich würde sagen... Du machst keine Bögen mehr. Brauchen wir jetzt nicht. Ein paar haben wir noch da als Reserve. Ist auch okay. Wo sind die ganzen Pioniere? Da. Hier, was ist denn das für ein hässlicher Fleck hier? Den kann man doch schon mal weg pionieren. Weg Ratzefummeln. Kennt ihr den Begriff noch? Ratzefummeln? Das ist jetzt keine blöde Anmachtechnik, wie ihr jetzt vielleicht denkt, sondern das war einfach oder ist ein Begriff für Radiergummi. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch so gebräuchlich ist. Ich schätze mal eher nicht. Ich muss mal so drüber nachdenken. Aber vielleicht kennt ihn ja wer von euch. Oder sagt ihr einfach nur Radiergummi? Mag ja auch sein. Ist ja nicht verboten. Nein. Ist ja jedem, kann ja jeder machen, wie er will, ne? Ich geb da ja nichts vor. Also, wenn ihr dann so sagen wollt, dann macht ihr das halt nicht. Ne? Ja. So, wir hatten hier einen Bogenschützen draus gemacht. Braucht doch keine Sau. Holz haben wir jetzt genug vor der Hütte. Jetzt bräuchte man mehr Schwerter. Mehr Äxte. Mehr Speere. Mehr Schienengewehre. Aber man kann halt nicht alles haben. So, bildest du dich direkt hier aus? Jupp, gut. Dann würde ich sagen, können wir... Ach, ich nehme jetzt hier noch den Turm weg. Ach, da steht ja noch einer rum. Brauchen jetzt unbedingt Nahkämpfer. Schneller als du Holla die Waldfee sagen kannst. Damit wir jetzt hier den Turm da einnehmen. Der ist ja hier, ist ja also wirklich überhaupt blöd. Keine Nahkämpfer. So. Ist denn hier noch irgendwas für unsere Pioniere zu tun? Hier können wir nur noch. Sieht auch noch hässlich aus. Hässlichst. Und noch mehr Schwertkämpfer. Was haben wir jetzt? 5 und 2 Speerkämpfer macht 7 oder mit dem hier dann noch 8. Jetzt baut der hier ganz rotzfrech. Komm. Den Turm schnappen wir uns jetzt. Mist, den schaffen wir gar nicht. Oder? Komm, beeil dich. Bevor der Turm, bevor hier noch ein anderer reinhuscht. Seht ihr da irgendeinen Soldaten? Komm schon. Komm schon. Was schaffst du? Hüpft er da jetzt rein? Ja.